Herzlich willkommen auf meinem Kanal Dr. Vlodarek Life Coaching. Ich bin Eva Vlodarek, Diplompsychologin, Coach und Buchautorin. Und in diesem Video soll es jetzt darum gehen, wie Ihre Beziehung glücklich wird. Nicht nur glücklich, sondern auch noch lange haltbar. Nun ist jede Beziehung anders und wenn ich Ihnen jetzt speziell für Ihre Beziehung Tipps geben würde, dann würden die vielleicht gar nicht funktionieren, weil Ihre Lebensverhältnisse ja ganz anders sind, als ich mir das jetzt hier vorstelle. Deshalb habe ich mal einen anderen Ansatz gewählt, nämlich Ihnen mal die 5 Todsünden einer Beziehung vorzustellen. Wenn Sie die nämlich unterlassen, dann ist Ihre Beziehung schon automatisch ziemlich glücklich. Und diese 5 wirklich unangenehmen Verhaltensweisen, die Sie auf keinen Fall innerhalb der Beziehung zeigen sollen, die habe ich mir natürlich nicht ausgedacht, sondern die haben auch eine wissenschaftliche Grundlage. Und zwar stammen sie von dem amerikanischen Psychologen John Gottman. John Gottman ist einer der Experten für Beziehungen. Und kaum einer hat sie so gründlich erforscht wie eben Mr. Gottman. Er hat dazu auch ein ganz besonderes Ambiente. Und zwar hat er ein Studio, in das er Paare einlädt, die sich gerade erst gefunden haben oder die gerade frisch verheiratet sind. Und dann verkabelt er diese Paare, sowohl den Mann als auch die Frau, sodass man also alles an denen auch messen kann, also den Körperwiderstand, den Hautwiderstand und Herzklopfen und so weiter. Das heißt, man kann über diese Kabeln genau rausfinden, wie diese jeweiligen Menschen sich fühlen. Aber das ist noch nicht alles. Außerdem wird alles aufgenommen, was dieses Paar sagt. Also das ist schon mal so eine sehr wissenschaftliche Voraussetzung. Ja, und dann dürfen sich diese Paare über etwas unterhalten, wo Paare sich grundsätzlich auch miteinander auseinandersetzen. Sie können über Geld sprechen, über Kindererziehung, also was Paare eben so beschäftigt und worüber es ja auch manchmal zum Streit kommt. Ja, und dann später, wenn die Paare sich wieder verabschiedet haben, dann wird das Ganze analysiert. Und Gottman hat dabei eben herausgefunden, dass es vor allen Dingen 5 Verhaltensweisen sind, die also eine Beziehung wirklich zerstören können. Und aufgrund dieser Verhaltensweisen kann er sogar voraussagen, ob die Beziehung halten wird oder ob das Paar sich bald trennt oder scheiden lässt. Also das Liebeslabor von John Gottman hat da schon ganz schöne Ergebnisse gebracht. Und die möchte ich Ihnen jetzt gerne vorstellen. Sie decken sich nämlich auch mit der Erfahrung aus meiner Praxis. Das erste ist, vermeiden Sie Kritik. Ja, gerade unter Paaren muss man ja kein Blatt vorm Mund nehmen. Nicht? Wenn Klassiker, er hat die Geschirrspülmaschine nicht ausgeräumt oder wer weiß, was sie auch gerade wieder gemacht hat. Also ehrlich gesagt, es gibt genügend Kritikpunkte den ganzen Tag und man könnte, wenn man wollte, da ständig kritisieren. Aber das sollte man eben bitte nicht tun. Das heißt nicht, dass Sie nun niemals und überhaupt nicht mehr sagen dürfen, was Sie stört. Also darum geht es nicht. Aber dieses ständige Kritisieren und denken, wenn ich ihm oder ihr jetzt sage, was mir nicht passt, dann wird sie das ändern und dann wird das besser bei uns, das ist leider ein Fehlschluss. Denn Kritik wird immer entweder eine Kränkung verursachen bei demjenigen, der kritisiert wird, oder einfach zu einer Retourkutsche führen. Also Sie werden niemals das herauskriegen, was Sie wollen, nämlich dass sich der andere so ändert, wie es Ihnen passt. Deshalb lassen Sie doch die Kritik einfach weg. Ich habe übrigens heute gerade noch was Nettes dazu gelesen. Und zwar habe ich noch mal in dem Buch von Dale Carnegie, wie man Freunde gewinnt, gestöbert. Und da war eine ganz nette Geschichte drin. Und zwar erzählt Carnegie von einem Mann, dessen Frau an einem Selbsterfahrungsseminar teilgenommen hat. Und da wurde man dann wohl aufgefordert in dem Seminar, man sollte doch mal Menschen, die einem nahestehen, fragen, welche 6 Punkte die gerne geändert hätten.
Naja, das hat diese Frau auch gemacht. Die hat sich dann ihren Mann gegriffen und gesagt, Schatz, sag mir doch bitte mal 6 Punkte, die ich ändern sollte, damit du mehr mit mir zufrieden bist. Und dann hat der Mann sich überlegt, kommt nicht so gut, wenn ich jetzt wirklich die 6 Punkte nenne, die er natürlich parat hatte. Stattdessen hat er 6 Rosen gekauft und hat ihr die dann überreicht und hat gesagt, also ich möchte dich nicht kritisieren, hier als Symbol dafür 6 Rosen für alles, was ich an dir liebe, denn du bist für mich so, wie ich es mir wünsche oder so ähnlich in der Art. Ja, und die Frau hatte also fast Tränen der Rührung in den Augen und das hat der Beziehung ausgesprochen gut getan, wie Herr Carnegie bestätigt. Also halten Sie sich mit Kritik zurück und schon gerade mit ständiger Kritik und vor allen Dingen auch so mit einer Kritik, in der eine gewisse Bösartigkeit mitschwingt. Also Kritik ist gestrichen. Das Zweite, was einer Beziehung gar nicht gut tut, ist immer, wenn es schwierig wird, dass man sich dann zurückzieht, dass wohlgemerkt sich einer zurückzieht und einfach nicht mehr drüber spricht, nicht mehr redet, ist nichts mehr zu machen. Das ist, ohne dass ich jetzt irgendwie ein Klischee bedienen möchte, oft das Verhalten von Männern, die ja auch generell aufgrund ihrer Sozialisation Schwierigkeiten haben, sich über Gefühle zu äußern. Und wenn denen das zu viel wird, dann ziehen sie sich zurück. Der Klassiker ist ja der Mann, der dann in die Kneipe geht. Also, aber das kann durchaus auch von Frauen sein. Da sieht das manchmal ein bisschen anders aus. Wir Frauen sind dann beleidigt, ne? Nach dem Motto, hast du was? Nein. Also nicht reden, nicht sagen, wie es einem geht, nicht sagen, wie man sich gefühlt hat oder was das verursacht hat. Das ist wirklich Gift für eine Beziehung. Es hat noch nie geschadet, zu sagen, wie man sich fühlt. Also von daher, Rückzug ist keine Option. Machen Sie den Mund auf, auch wenn es schwer fällt, und sagen Sie, wie es Ihnen geht und tun Sie alles, dass Sie wieder in Verbindung miteinander kommen. Das Dritte ist, was Sie auf jeden Fall vermeiden sollen, ist Verachtung. Es ist manchmal unglaublich, wie Paare, meistens wenn sie schon ein bisschen länger zusammen sind, wie verächtlich sie miteinander umgehen. Und das Allerschlimmste ist meiner Ansicht nach, wenn man jemand vor Freunden lächerlich macht oder vielleicht sogar vor Fremden. Also das schlägt solche Wunden. Ich glaube, das kann man nie wieder gut machen. Wenn man dann irgendwie sowas sagt wie, naja, das kennt ihr ja von Timo, der ist ja immer so. Oder, ach ja, Lilo musste sich mal wieder 5 Stunden schminken, sie sieht ja auch sonst nicht besonders aus. Also solche Sachen sind Gift und ein wirklich absolutes No-Go. Und wenn es schon nicht Worte sind, manchmal reicht es schon, wenn man so mit den Augen rollt, oh, die schon wieder, oder jetzt erzählt er schon wieder diesen Witz, den kenne ich schon, der hat doch so einen Bart. Tun Sie das bitte nicht. Also Verachtung ist ein Killer für eine Beziehung. Das Vierte, was sich leider ganz schnell einschleicht, ist die Gewohnheit. Die Gewohnheit kommt vor allen Dingen dann, wenn beide sehr beschäftigt sind. Beide Partner sind berufstätig, haben wahnsinnig viel zu tun oder vielleicht noch eben auch noch Kinder, um die man sich kümmern muss. Ja, da bleibt nicht mehr viel für die Zweisamkeit und die Verliebtheit, die geht sowieso den Bach runter. Da hat man gar keine Zeit mehr für. Und Gewohnheit bedeutet dann, dass man im Grunde nur noch darüber spricht, wer kauft ein, wer bringt die Kinder zur Kita oder in die Schule, was müssen wir organisieren zum Wochenende, wer kauft ein. Also es findet einfach kein Austausch mehr statt über die Wünsche, die jeder hat, über die Träume, ja, über das, was man denkt und auch über das, was einen interessiert. Das ist aber ungeheuer wichtig. Also es gibt ja so Untersuchungen, die sagen, dass manche Paare sich nur noch 10 Minuten am Tag, wenn es hochkommt, überhaupt über persönliche Dinge austauschen und der Rest ist einfach Organisation des Alltags. Das sollten wir nicht einreißen lassen.
Deshalb nehmen Sie sich immer, egal wie viel Sie zu tun haben, kleine Auszeiten, die Sie nur miteinander verbringen. Und dazu gehört übrigens auch, die Gewohnheit zu durchbrechen, dazu gehört auch, dass man mal wieder miteinander lacht. Lachen ist ungeheuer verbindend und schafft einfach auf Anhieb ein richtig gutes Gefühl. Die fünfte Todsünde für jede Beziehung, und ich glaube, die ist sogar besonders stark wirksam, das ist der Egoismus. Wenn sich jemand auf Kosten des anderen entfaltet, dann wird das auf die Dauer nicht gut gehen. Also es gibt ja so einen eigentlich ziemlich altmodischen Spruch, hinter jedem erfolgreichen Mann steckt eine starke Frau oder so ähnlich. Es funktioniert wirklich überhaupt nicht, wenn der eine sich entfalten kann und der andere macht die ganze Hintergrundarbeit. Das funktioniert mal, wenn das Paar also eine Abmachung hat, jetzt machst du erstmal deins und du machst deine Karriere oder du machst deine Ausbildung, ich halte dir den Rücken frei und dann bin ich dran. Das ist okay. Aber wenn das über lange Zeit so ist, dass immer der eine nach vorne geht, immer weiterkommt, immer interessantere Sachen macht und der andere ist für den Alltag zuständig, das wird die Beziehung auf die Dauer nicht aushalten können. Egal jetzt, ob von Frauenseite oder von Männerseite. Also es muss unbedingt ausgeglichen sein. Und deshalb von daher also nicht so viel Egoismus, sondern wirklich auch drauf schauen, was braucht mein Partner. Ja, ich möchte noch mal ganz kurz die einzelnen Punkte zusammenfassen. Erstmal so wenig wie möglich Kritik. Zweitens bitte kein Rückzug, den Mund aufmachen und nicht schweigen und sich verziehen. Drittens, keine Verachtung, bitte kein lächerlich machen, nicht mit den Augen rollen und den Partner vor anderen irgendwie verächtlich machen. Viertens, lassen Sie nicht die Gewohnheit einreißen, sondern bleiben Sie im Austausch miteinander. Und fünftens, achten Sie darauf, dass Sie nicht zu egoistisch sind und sich nicht nur auf Kosten Ihres Partners oder Ihrer Partnerin profilieren. Wenn Sie die fünf Dinge beachten, dann kann schon gar nicht mehr so viel schief gehen, sondern dann haben Sie schon eine wirklich gute Basis für Ihre Beziehung. Und Gottman hat auch noch einen kleinen Schmankerl, wie man das ausbügeln kann, wenn man tatsächlich doch mal reingerasselt ist und den Partner oder die Partnerin gekränkt hat. Dann plädiert er für die Formel 5:1. Das heißt, für eine Sache, die Sie verbockt haben und wo Ihr Partner oder Ihre Partnerin gekränkt war, müssen Sie 5 freundliche, liebenswürdige Dinge tun. Wird Ihnen schon was einfallen? Frühstücks ans Bett bringen, kleines Geschenk machen, Kompliment machen, wie auch immer. Also die Formel 5:1, die kann dann schon einiges retten. Ja, und wenn Sie jetzt sagen, ich habe noch gar nicht den Partner, mit dem ich glücklich werden kann, ich bin noch auf der Suche, dann möchte ich natürlich, dass Sie dann gleich auch einen guten Start haben. Und dafür habe ich auch ein Buch geschrieben. Dieses Buch heißt Passt genau, endlich den richtigen Partner finden. Ja, da steht alles drin, was der Titel verspricht. Und wenn Ihnen dieses Video jetzt zum Thema Partnerschaft, guter Partnerschaft etwas gegeben hat, dann würde ich mich freuen, wenn Sie es Freunden oder Bekannten auch weiterleiten, gerne Paaren, die vielleicht davon profitieren können. Und falls Sie meinen Kanal noch nicht abonniert haben, dann würde es mich ebenfalls freuen, wenn Sie jetzt den Kanal abonnieren, weil ich Ihnen dann in Zukunft noch viel mehr Videos zum Thema Lebenshilfe, Persönlichkeitsentfaltung und so weiterreichen kann. Aber eins dürfen Sie ganz sicher glauben, ich wünsche Ihnen eine ganz glückliche Partnerschaft.